Also das ist gutes neues Jahr. Mit 2. Januar und sind sie im Steinbruch in der Bavaria-Dom. Eine, wahrscheinlich eher 2 Wochen. Oder 2 Wochen, nicht 1 Woche. Hier da zu sein. Und ja, Siebmaschine, Brechmaschine, was weiß ich. Verschleißbrecher zu richten und so weiter. Ja, bin gerade hier drin. Hier dazwischen die Stöße machen wir zu mit Blech und wie ihr das sehen könnt, wie das arbeitet, das Material, das ist echt Wahnsinn, was das hier an Verschleißkraft oder an Abnutzung hervorbringt, ist krass. Ich melde mich später, bis dann. So, wie ihr sehen könnt, die Verschleißblätter drauf gemacht. Nur, dass quasi die Fuge zu sind. Eine neue Elektrode, die ist überhaupt nicht gut gegangen, frage mich warum. Ja, auch ich glaube nichts zu sagen. Deswegen, da muss ich wohl drüber fahren. Hinten sieht es ja noch viel besser aus. Ja, und wir haben uns noch hier mitten noch ein Display gesetzt, weil. Ich weiß nicht, wie viel da. Jetzt muss ich gucken, was ich noch ausbessern muss. Lege ich mich nochmal rein, schweiße es noch einmal ordentlich ab und gut ist. Genau. Und wir haben es jetzt bloß einseitig geschweißt auf der anderen Seite geheftet, weil dass man die Platte quasi rausschrauben kann, ohne dass man da groß rumbrutzeln muss, rumflexen muss. Also wir müssen ein bisschen größer machen. Jo. Willkommen vom Mittwoch heute. Ist hier unten eine Flansch geschweißt. Ist da hinten drüber. Dann haben wir oberum durchgerieben. Dann haben wir quasi was durchgeschweißt. Sieht überhaupt nicht schön aus. Weil hier. Weil man mit Flex hineinkommen ist zum Lagersauger. So nichts anderes dabei geht. Und Kleberest und Scheiß drauf, also so ein Gummigriffbäppchen. Ja, was ich noch geschweißt, dann immer weiter rumdengelt und dann wieder hinter uns geschweißt, damit man die Krümmung hat. Ja, soweit passt. Jetzt geht's weiter zum nächsten. Gucken wir mal, was da noch ist. Der Rolf schweißt gerade auch noch 2 Dreiecke von rein in eine Rutsche. Gucken wir mal, wie es weitergeht, was halt noch so ansteht.